Reingefühl oder kein Gefühl. Heute mit Leo Kreiml und Pauli Gattler. Euch sind die Regeln klar? Jawohl. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Gemeinsam nehmt ihr an der Millionenshow teil. Wer wäre euer Telefonjoker? Maximilian Hoffmann oder Philipp Schobesberger? Also wenn wir einen Schobesberger anrufen, da kommt fix nur Blödsinn raus. Ich glaube, der legt gleich wieder auf, wenn er unseren Namen sieht. Das kann gut sein, ja. Ja, der Maxi, der interessiert sich schon für gewisse Sachen immer wieder. Immobilienbranche ist er drin, ja. Und so weiter und so fort. Da ist er nicht so schlecht. Ja, ja, ja. Maxi. Bleibt uns eh nichts anderes über. Maxi. Maxi. Maximilian Hoffmann. Für eure Hochzeit müsst ihr einen Spieler auswählen, der für euch den Hochzeitsanzug besorgt. Kelvin Arase oder Emmanuel Aivu? Bist du deppert. Schlecht und schlechter. Keine Ahnung. Weißt du, was das Schlimme ist? Was? Der Kelvin, der wascht seinen Anzug selbst in der Waschmaschine zu Hause. Den können wir nicht nehmen. Der Manu, der weiß wenigstens ein bisschen was. Ja, der Manu hat schon ein paar Wissen. Ja. Ja. Nehmen wir Manu. Manu. Zudem seid ihr auf der Suche nach einem Sänger für eure Trauungszeremonie. Oliver Strunz oder Dalibor Willimirovic? Ist jetzt vor Sänger klappen. Oh, schwierig. Aber beide können gute Stimmung machen. Das stimmt. Beide super Stimmungsmacher. Ich glaube, der Dalibor. Strunz brauchst du dann am guten Tag, weil wenn der gerade ein bisschen Debris ist, dann. Den brauchst du dann ein paar Glas Alkohol und dann fängt er schon zum Singen an. Ja, von Dali, es kommt nicht drauf an. Dali bewegt sich ja gut. Ja. In der Kabine und so, ist halt viel Deutschrap dann dabei. Ist eh nicht so schlecht. Strunzi ist eher die österreichische Partie, da müssen wir uns jetzt halt überlegen, was wüsst lieber. Für Hochzeit ist österreichisch ein bisschen besser, aber für uns. Mit dem Strunzi weiß man sich da nie, wie gelaunt ist an dem Tag, aber haben wir schon gesagt. Ja, das ist ja halt, die Frage. Dalibor ist immer gut drauf eigentlich. Gehen wir auf die sichere Seite mit dem Dalibor. Ja. Ja. Dalibor. Nach eurer Karriere plant ihr eine Weltreise und könnt dafür noch einen weiteren Spieler mitnehmen. Christopher Dibon oder Thorsten Schick? Boom. Ja, für mich wären beide grundsätzlich okay. Das stimmt schon. Aber. Dibi kann halt sein, dass er da mal eine Schnauze gesteppert bist. Da ist der Schick ein bisschen ruhiger vielleicht. Ja. Wenn es um das geht. Ja. Sind für mich beide in Ordnung. Ja, aber voll. Ich würde dann den Schick nehmen, weil beim Dibi hätte ich dann vielleicht ein bisschen Angst. Wenn einem aber was nicht passt, dass einem die Kabel raushupfen. Ist in Ordnung für mich. Ja, Thorsten. Mit welchem Mitspieler würdet ihr eher eine WG gründen? Marco Grühl oder Kevin Wimmer? Boah, das ist schwer in Ordnung. Wimbo Wimsi oder Grühler? Der Grühler. Der Grühler. Das ist schwierig, ganz schwierig. Ja, beides super Burschen. Ist halt immer die Frage, müsst ihr eine Party machen, dann gehst du mit Kevin in eine WG und wenn du ja am Format spielen müsst und Plätzchen spielen müsst, dann nimmst du den Grühler. Aber ich glaub's nicht, dass der Grühler auch gute Partys machen kann. Ja, das schon, aber. Und ich hab so gesehen, dass der Gastgeber ist der Kevin schon ein guter. Ja. Ich meine, ich war noch nie bei einer, aber ich hab's gehört. Muss man auch dazu sagen. Ja, ist schwierig. Mit deinem wüsst lieber. Ich nehme Kevin. Was sagst du? Ja, ich bin bei dir dabei. Naja, passt. Kevin wie immer. Es wird ein neuer Koch für die Mannschaft gesucht. Für wen würdet ihr euch entscheiden? Christoph Knaas-Müllner oder Ercan Kara? Knaas, ich war schon ein paar Mal daheim. Ist die Abwechslung eher. Ja. Ich meine, beim Ercan, weiß ich nicht, da wird es eher nur türkische Speisen dann geben. Dann können wir viel Kebab essen wahrscheinlich. Und jetzt sind wir eh schon ein paar Tage da und nach einer Zeit. Ja. Da freust du dich wieder auf ein Schnitzel oder so, gell? Ja. Knase. Kommen wir zur letzten Frage. Gemeinsam habt ihr entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Ihr seid dabei noch auf der Suche nach einem dritten Geschäftspartner. Jonas Auer oder Robert Lubicic? Heute dir zu, oder was? Das ist eine gute Frage. Ja. Schwierig. Robo, glaube ich, oder? Wegen seinen Wurzeln, hat er sicher einige Kollegen. Ich glaube auch, dass da einfach die Reichweite größer ist. Schon, in Wien. Der Jone ist eher ein bisschen zurückhaltender. Robo kennt schon viel Leute in Wien. Ist schon ein bisschen einfacher, vielleicht, dass man da dann ein Business aufbaut. Der reißt da einen Mund auf. Ja, stimmt. Ein bisschen lauterer. Ja. Robo. Super, dann sage ich vielen lieben Dank. Wir sagen danke.
Dankeschön. Wir sagen danke. Dankeschön.